Die folgende Sendung wird stereophon ausgestrahlt. Science Fiction als Radiospiel. Die Do-it-yourself-Bewegung, wie sie sich heute schon in Produkten und Preisen ad absurdum zu führen beginnt, mag für einen spöttischen Betrachter zwangsläufig in eine zukünftige Gesellschaft mit mehr Freizeit, noch mehr Bedarfsweckung und sinnlosem Konsumzwang münden. Und wenn eine Versandfirma in solcher Zeit den Bausatz für ein biokybernetisches Spielzeug verwechselt, dann kann das den Besteller in eine so groteske Situation bringen, wie sie der amerikanische Science-Fiction-Autor Clifford D. Simek in seiner Kurzgeschichte How To beschrieben hat. Nach dieser Vorlage verfasste Walter Knaus das folgende Science-Fiction-Spiel. Mit Ernst August Schepmann, Heinz Schimmelpfennig und Robert Seibert in den Hauptrollen hören Sie Die Geister, die er rief. Ein Hund? Na, du spinnst doch. Doch, Enzen. Mein Leben lang habe ich mir einen Hund gewünscht und jetzt baue ich mir einen. Wenn er auch natürlich nur teilweise biologisch ist. Am Ende macht er gar Flecke auf Gräs, selbstgewebte Teppiche. Nein. Na, Prost. Prost. Nein, das steht extra im Prospekt. Er macht keine Flecke, hat kein Ungeziefer und haart nicht. Aber abortieren kann er, bellen und Hasen jagen, ganz wie ein natürlicher Hund. Dafür garantiert die Firma, was? Du brauchst gar nicht so ironisch zu sein, Enzen. Alle Self-Grow-Baukästen sind in Ordnung. Bestens durchkonstruiert, die Einzelteile nummeriert, genaue Gebrauchsanweisung. Du brauchst dich nur streng daran zu halten und nichts kann schiefgehen. Denk doch an Johns selbstmontierte Weltraumrakete oder an Graces selbstgemauerten Brennofen und an ihr selbst getöpfertes, selbst glasiertes Keramikgeschirr. Oder denk doch an mein Haus. Dein Haus, ja, ja, das selbstgebaute. Ja. Self-Grow-Anleitung Nummer 4. Wie gestalte ich mein Haus? Mit dem selbstgebastelten Gewächshaus für Graces kurzlebige Gärtnerleidenschaft. Self-Grow-Anleitung Nummer 67. Züchten Sie Ihre eigenen Heilpflanzen. Mhm. Nee, Gordon. Nimm mir's nicht übel, du hast den Do-it-yourself-Spleen wie alle unsere Zeitgenossen. Ja, hör mal, Enzen, ist das Haus nicht prima? Nur ein paar Nummern zu groß. Wozu brauchen 3 Personen 18 Räume? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das kam eben so. Ja, weil du immer wieder auf die Self-Grow-Angebote hereinfällst. Wie werde ich mein eigener Keramiker? Bums, muss eine Töpferwerkstatt her. Binden Sie Ihre Bücher selbst. Schon baust du eine Buchbinderwerkstatt. Züchten Sie den Nerzmantel Ihrer Frau. Nur das war der Anfang zu diesem stinkenden Raubtierhaus. Malen, das Hobby für Individualisten. Dafür musste Grace natürlich ein eigenes Atelier haben. Ja. Und dann kurz darauf das Musikstudio. Ja, sie hatte eben im Mai diese Self-Grow-Anleitung gelesen. Werden Sie ein Gesangsstar? Ja, und ich muss für diese launen Bösen den ganzen Tag dieses Tonleitergejaule. Frag doch bei Selfco, ob die auch schalldichte Gartenzäune haben. Du, den würde ich dir spendieren. Bitte, Lee, es wird ja bald wieder besser. Sie hat erst gestern gesagt, dass sie jetzt zu den Liedern und Arien kommt. Na, dann Prost. Prost. Bist du auch ein? Danke, nein. Und du solltest auch nicht so viel trinken. Ah, trinken, lesen und träumen, das sind eben meine Hobbys. Die stören andere, bedeuten weniger als Graces Tonleitern. Und jetzt auch noch Arien, der Himmel soll mich schützen. Und dann dazu das Hundegebell. Mechanisch, biologisch. Na, dagegen hilft da nur Whisky. Wann kommt das Biest denn zur Welt? Der Baukasten müsste morgen schon da sein, wenn ich vom Büro nach Hause komme. Vorgestern habe ich das Geld an Selfco überwiesen. Dann brauche ich vielleicht 3 Tage, mit Johns Hilfe natürlich. Und dann springt er hier herum und bellt. Ein Hund, ein richtiger Hund. John. Die Zeltkuckiste ist gekommen. Was? Schon da? Das ist ja prima. Ja. Und dass ich noch 3 Tage Ferien habe, ehe ich wieder in die verdammte Schule muss, ist auch prima. Und ich habe meine 12 Wochenstunden hinter mir. 4 Tage Wochenende und der Hund ist da. Mensch, das wird ein Fest. Aber nichts Mama sagen wirst du. Ich bin noch nicht blöd, Paps. Hunde sind so dreckig geworden. Sie haben Flöhe und Bandwürmer und stinken so. Ein Selfco-Hund stinkt nicht, darauf kannst du dich verlassen. Wo steht denn die Kiste? Ich habe sie schon in die Werkstatt drüben gebracht. Wir können gut, schon. Sehen wir uns die Sache mal an. Oh ja. Hier, Paps. Ich bin
Betrag dankend erhalten. Oh, John, das ist doch kein Hund, das ist... Das ist ein Roboter. Nee. Du, die haben mir aus Versehen einen Roboter geschickt. Und eines der besten und teuersten Modelle, wenn ich mich nicht sehr irre. Hier steht ein Hund. Betrag dankend erhalten. Aber ich sag dir doch, das ist ein Roboter. Du, Paps, die denken aber, sie haben dir einen Hund geschickt. Also wissen sie von nichts. Du kannst den Roboter behalten. John. Mensch, Paps, das ist die Schau. Sag mal, John, schämst du dich eigentlich nicht? Wieso? Das ist doch deren Schuld, wenn die sich so irren. Ein Roboter. Sowas konnte ich mir nie leisten. Schade. Zusammenbauen könnten wir ihn doch mal. Auf jeden Fall. Einen Roboter zusammenbauen. Nur mal so sehen, wie das geht. Gut, John. Dann aber sofort wieder auseinandernehmen, hörst du? Und zurückschicken. Och, nicht mal aktivieren. Nein, keinesfalls aktivieren. Er gehört uns doch nicht. Nur zusammenbauen. Also los, hilf mir. Mensch, ich werd verrückt. Ein Roboter. Ein richtiger Roboter. Einen Roboter, sagst du, Gordon? Ja. Das war aber auch höchste Zeit. Grace, nun hör mal zu. Du weißt genau, wie verwahrlost der Garten ist. Die Hecken sind zu schneiden, der Teich Grace, muss gereinigt werden. Der Zaun bricht zusammen, die Vorhänge müssen gewaschen werden und die Küche braucht einen neuen Anstrich. Grace, vielleicht kann er sich mal um die tropfenden Wasserhähne kümmern, für die du ja niemals Zeit gehabt jawohl, hast. Jawohl, Liebling. Da fällt aber mir ein, vielleicht kann man ihm auch das Kochen beibringen. Vielleicht, er wird ja, mir aber eine große Hilfe sein. Stell dir vor, ich könnte mich dann ganz meiner Kunst widmen. Ja, natürlich, Liebling. Also seht mal zu, dass er ihn schleunigst zusammenbaut. So, fertig. Sieht gut aus, was? Siehst du, da ist der Aktivierungsknopf. Darf ich... Nein, das ist meine Sache, John. Oh. Achtung. John erlebt. Ich heiße Albert. Haben Sie Arbeit für mich? Eine Masse Arbeit. Still, John. Nun mal langsam, Albert. Setz dich doch und ruh dich aus. Wir müssen uns ja erstmal miteinander unterhalten. Hm? Roboter brauchen keine Ruhe. Ja, schon gut, dann setz dich ebenso. Gut, Boss. Albert, ich kann dich natürlich nicht behalten. So? Ja, aber da du nun schon mal aktiviert bist, möchte ich natürlich beobachten, wie du arbeitest. Es interessiert einen doch. Na klar. Du könntest dich zum Beispiel um das Haus kümmern und um den Garten. Aha. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, das Grundstück umzugestalten. Nach Selfco-Anleitung Nummer 212. Ja. Der Bach muss gesäubert werden. Der verschlammte Teich könnte ein wunderschöner See werden. Eine Brücke über den Bach. Hm? Das Wäldchen ist völlig verwahrlost. Albert, kannst du auch Mathematik? Nur einfaches Rechnen. Leider, Mr. John. Mr. John. Schade. Morgen muss ich in die Schule und habe die Matheaufgaben noch nicht fertig. Zusatzgeräte. Ah, wie konnte ich nur die Zusatzgeräte vergessen? Zusatzgeräte. Natürlich Zusatzgeräte. Machen Sie sich da keine Sorgen. Sagen Sie mir nur, was ich tun soll. Ja, ich denke, wir werden in den Garten gehen und ich zeige dir alles. 100 Morgen sind ein schönes Stückchen lang. Ich schlage vor, dass ich Ihnen eine Liste der Dinge zusammenstelle, die ich hier brauche. Alles Weitere können Sie dann mir überlassen. Ja, gut. Sie haben eine gut eingerichtete Werkstatt. Oh ja. Alles Beste, Selfco-Wagen. Mhm. Ich werde es schon schaffen. Ja, soll das heißen, du baust dir deine Zusatzgeräte selbst? Zerbrechen Sie sich deswegen nicht den Kopf. Geben Sie mir bitte Bleistift und Papier. Ja, Albert. Danke, Mr. John. Also. Flachschlag 35374560. Kupferdraht 05124. Du, Paps, hm? Könntest du mir für die Schule nicht eine Entschuldigung schreiben? Masern oder sowas? Ausgeschlossen. Was denkst du dir eigentlich? Transistoren. Die Erwachsenen haben es gut. Alles dürfen sie. Also. Wieso müssen wir Kinder viermal in der Woche arbeiten und ihr Großen nur dreimal? Das wird doch für euch besser werden, wenn erstmal die Rapid-Lehrautomaten eingeführt ja, sind. Ja, und ihr habt dann längst die 4-Stunden-Woche. Warum nicht, wenn es eines Tages genug Roboter gibt?
Obwohl, ach, weißt du, so ganz ohne Arbeit... Das wär's. Ihr Boss, das wird Sie nicht mehr als einen Tausender kosten. Und wenn Sie mir freie Hand lassen... Einen Tausender? Ja, woher soll ich den so plötzlich nehmen? Am besten geben Sie die Bestellung gleich telefonisch durch. Na gut, Albert. Was mache ich? Guten Morgen, Albert. Guten Morgen. Morgen, Boss. Morgen, Mr. John. Na, darf man mal sehen, was du so machst? Ich werde dir helfen. Aber nein, Boss. Ich komme sehr gut allein zurecht. Nach ein bisschen Arbeit könntest du mir schon übrig lassen, Albert. Warum wollen Sie arbeiten? Dafür bin schließlich ich da. Albert, tut mir leid. Ich muss mich verabschieden. Das doofe Internat öffnet heute wieder seine Pforten. Viel Vergnügen, Mr. John. Hm? Ich meine viel Erfolg. Ach so, danke. Also, Paps, kommst du mit zum Bahnhof? Ach, sieh mal, John. Ich denke... Ist schon recht. Ich verstehe schon. Ciao, Paps. Ciao. An Weihnachten wieder. Mach's gut, Junge. Also, dann. Also dann. Na, was soll das werden, Albert? Lass mich jetzt schon auf. Ausgeschlossen, Boss. Menschen sollen nicht arbeiten. Tja, dann. Na, dann mache ich mal einen Besuch bei Mr. Lee. Das ist unser Nachbar, Rechtsanwalt. So, Rechtsanwalt. Ja, aber er arbeitet nicht mehr, genießt nur sein Leben. Ich glaube, der hat keine Ahnung mehr von seinem Beruf. Komisch. Ich könnte nicht leben, so ganz ohne Arbeit. Das ist doch kein Leben. Tja, Albert. Also dann, mach's gut. Komm an Bord und mach dir's gemütlich. Was denn, so hoch rauf, in die Hängematte? Natürlich, das ist entspannt. Ja, dann steig auf den Hocker. Na, meinetwegen. Reißt die denn auch nicht, Enzen? Wenn die meine 2 Zentner trägt, dann trägt sie dich doch allemal. Na, wie ist das da rum? Naja. Was liest du denn da, das Corpus Juris? Kein Gedanke. Nein, nein, Prost. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Kenn ich nicht. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Na, ich verliere meine Zeit eben nicht. Denkst du? Schau dir doch mal den Himmel an. Hast du schon mal einen so blauen Himmel gesehen? Ich weiß nicht. Ich bin kein Meteorologe. Hab mich noch nie mit diesem Gebiet beschäftigt. Ja. Schade, dass du auch kein Ornithologe bist. Bitte, bitte. Eine Zeit lang war ich Mitglied in einem Club, der Vogelbeobachtungen machte. Jawohl. Und hast dich dabei so angestrengt, dass du es bald wieder leid warst. Das war nämlich kein Club für Vogelliebhaber, sondern ein besserer Durchhaltewettbewerb. Ach. Ja, 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 ja. Keiner hatte ein anderes Ziel als den miesen Ehrgeiz, mehr Vögel zu sehen als die anderen. Hast du was dagegen? Nichts, wenn du die Sache nicht so tierisch ernst genommen hättest. Aber woher willst du denn das wissen? Weil ich Augen im Kopf habe. Ja, ja, Gordon, so lebst du nun mal. Jeder scheint so zu leben. Außer mir natürlich. Ja, ja. Schau dir doch mal die zerzauste Amsel dort im Apfelbaum an. Die ist mein Freund. Wir kennen uns nun schon seit 6 Jahren. Ich könnte ein ganzes Buch über den Vogel schreiben. Und wenn er lesen könnte, dann würde ihm das Buch sicher gefallen. Aber das fiel mir natürlich nie im Traum ein, denn beim Schreiben, da könnte ich ja der Amsel nicht mehr zusehen. Du könntest doch im Winter schreiben, wenn der Vogel weg ist. Ach, Gordon, im Winter habe ich da ganz andere Dinge zu tun. Hier, süßer Apfelwein. Selbst produziert. Nicht als Hobby, sondern weil ich Apfelwein eben mag. Und weil die Kunst des Apfelweinmachens offenbar verloren gegangen ist. Na, probier doch mal. Hm? Ja, Prost. Du, das ist die erste gute Sache, die ich seit Jahren fertig gebracht habe. Danke. Jedes Mal, wenn ich einen Arbeitsanfall bekomme, dann werfe ich einen Blick zu dir hinüber und dann vergeht mir die Lust schnell wieder. Hm. Sag mal, was ist denn dein neuestes Projekt? Das verrate ich noch nicht. Du wirst staunen. Ich staune schon lange. Wie konstruiere ich eine Brücke? Bau dir ein Teehaus im Garten. Bauen Sie sich Ihre eigene Energieanlage. Bauen Sie sich Ihren eigenen Roboter.
Ja, ja und, was wäre dabei? Man kauft sich einfach einen Selfco-Baukasten und dann... Ja, und wenn ich dir sage, dass es sogar einen Selfco-Baukasten für mechanische Vögel gibt? Also Gordon, du bist unverbesserlich. Bau dir deine eigene Amsel, was? Wenn du mich absolut beleidigen willst, dann kann ich ja gehen. Nun langsam, langsam, Gordon. Verschütte mir da wenigstens nicht meinen Apfelwein. Hey, wohin denn? Nach Hause. Na, dann grüß mir deinen halbbiologischen Hund. Gut, Albert. Ah, die Hecken hatten es auch wirklich wieder mal nötig. Ich bin nicht Albert, ich bin Archie. Albert hat mich gemacht. Gemacht? Ja, Albert hat mich produziert, damit ich arbeite. Sie haben doch nicht angenommen, dass Albert solche Gärtnerarbeit tun würde. Ich... das weiß ich nicht. Wenn Sie sich unterhalten wollen, müssen Sie mir folgen. Ich darf meine Arbeit nicht unterbrechen. Aha. Wo ist denn Albert jetzt? Unten in der Werkstatt. Er produziert gerade Alfred. Alfred? Was, noch einen Roboter? Dafür ist Albert ja da. Aha. In der Werkstatt, sagtest du. Albert. Ja, Boss? Albert, was geht hier vor? Ich vermehre mich. Du vermehr... Ja, aber wieso denn? Man hat mir den Mutterinstinkt einprogrammiert. Oh. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet Albert heiße. Man hätte mir einen Mädchennamen geben sollen. Gefällt Ihnen Archie? Ich habe ihm einen Namen mit A gegeben. Sie verstehen, aus verwandtschaftlichen Gründen. Ja, aber das ist doch unvorstellbar, dass du andere Roboter herstellen kannst. Boss, hören Sie bitte auf, sich Sorgen zu machen. Brauchen Sie Roboter oder nicht? Nun ja, ich glaube schon. Ich werde Ihnen so viele Roboter bauen, wie Sie benötigen. Warten Sie, wenn erst das bestellte Material da ist und ich nicht mehr mit Schrott arbeiten muss. Unglaublich. Ein Roboter, der andere Roboter produziert. Gordon, das kann uns ein Vermögen bringen. Was kostet heutzutage ein Roboter? Na, etwa 10.000 Dollar, schätze ich. Na, siehst du? Albert baut schon den zweiten, also 20.000. Und vielleicht schafft Albert mehr als zwei in einem Tag. Und wenn nicht, macht das trotzdem einen Produktionswert von 500.000 im Monat. 6 Millionen im Jahr. Ich verstehe nur eines nicht. Ein Roboter, der andere Roboter erzeugt. Welches Interesse kann die Selfco-Gesellschaft daran haben, sich selbst so das Geschäft zu verderben? Ja, ist das unsere Sorge? Ja, und die Lizenz? Ja, was soll denn das nun wieder? Lizenz? Ich weiß nicht, du komplizierst immer alles so. Nun hör mal zu, Grace. Schließlich ist ein Roboter keine simple Maschine, sondern er besitzt ein gewisses Eigenleben. Meinst du denn, da gibt's keine Bestimmungen? Die Regierung hat doch sicher ein Recht zur Kontrolle über sowas. Ach, Grace, ich fürchte, ich habe bereits mindestens ein halbes Dutzend Gesetze gebrochen. Und das geht immer noch so weiter. Ja, was machst du denn hier? Ich nähe Gardinen fürs Musikzimmer. Wer bist du? Sie müssten mich eigentlich kennen. Sie haben gestern schon mit mir gesprochen. Ich bin Archie, Alberts ältester Sohn. Na ja. Ja, was denn? Du machst das Abendessen? Ich bin Adalbert. Adalbert? So. Ja, so. Macht er das Abendessen? Aha, du mähst den Rasen. Ich bin Arthur. Arthur? Aha. Der Gartenzaun ist schon fertig, Boss. Jetzt male ich das Haus. Andreas heiße ich. Und ich Axel. Ach. Gefallen Ihnen die Rosenbüsche so? War ja alles voll Unkraut. Schrecklich verwahrlost. Du fängst wohl auch mit A an. Ja, Albrecht. Und du? Arno. Aha. Und du? Adrian. Ah. Und du? Adolf. Oh. Und du? Alex. Und der? Und der? Und der? Und der? Und der? Und der? So, jetzt will ich doch mal sehen. Guten Abend, Boss. Das Material ist schon da. Diesmal mache ich gleich drei. Ja, sehr schön. Wo ist denn nur... Ah, da steht sie, ja. Suchen Sie was? Nur mal was nachsehen. Ja, was haben wir denn hier? Der kleine Kasten. Da war wohl mein Gehirn drin, bevor Sie mich zusammenbauten. Ja, da war es drin. Aha. Albert, komm doch mal her. Was ist das? Kannst du lesen? Selbstverständlich. Dann lies mal. V.
V190. V? V, das kann doch nur Versuchsmodell heißen. Oh, jetzt ist mir alles klar. Die Selfco-Gesellschaft hat dich entwickelt und sofort wieder eingemottet. Denn dich auf den Markt zu bringen, hätte sie finanziell ruiniert. Ein Dutzend Alberts reichten aus, die Preise völlig zu verderben. Du, Albert, ich glaube, wir bekommen Schwierigkeiten, wenn die bemerken, Keine Sorge, Boss. Mich kann man nicht identifizieren. Man kann dich nicht was? Ich habe meine Modellnummer abgefeilt und die Kennschilder entfernt. Niemand kann Ihnen beweisen, wer ich bin. Aber warum hast du denn das getan? Damit man nicht eines Tages kommt und mich wieder mitnimmt. Sie wissen es ja jetzt. Es ist so. Die Selfco-Leute haben mich gemacht und dann Angst vor mir bekommen. Sie haben mich einfach wieder auseinandergenommen und eingelagert. Ja, und irgendjemand muss sich beim Versand geirrt haben. Ich hatte einen Hund bestellt, aber man hat dich geliefert. Aber Sie haben keine Angst vor mir. Sie haben mich zusammengesetzt und arbeiten lassen. Und deswegen halte ich zu Ihnen, Boss. Aber das räumt leider die Schwierigkeiten nicht aus der Welt, Albert. Du produzierst hier Nachkommen am laufenden Band. Ich habe zunächst nur an 50 gedacht. 50? Wo ich doch jetzt das gute Material habe. Übrigens, hier ist die Rechnung. Oh, fast doppelt so viel wie letztes Mal. Machen Sie sich keine Sorgen, Boss. Ich werde Ihre Probleme schon lösen. Ja, ich komme. Ach, Mr. Watson. Ja, leider, Mr. Knight. Kein angenehmer Besuch, Herr Steuerinspektor. Treten Sie ein. Nein, nein, wissen Sie, können wir uns nicht lieber in Ihren wunderschönen Garten setzen? Ist für mich aufschlussreicher. Wie Sie wünschen, Mr. Watson. Ah, da haben wir ja schon eine wunderschöne neue Bank. Nobel. Sehr nobel. Sie erlauben? Aber bitte. Hat sich ja alles schön verbessert seit dem letzten Mal. Park angelegt, neue Brücke, Hausanstrich, neuer Zaun. Tja, ich fürchte, das alles werde ich bei Ihrer Steuerveranlagung berücksichtigen müssen. Ich habe im Übrigen schon einiges über Ihre Roboter gehört. Oh. Die zählen auch zum Privatvermögen, wie Sie wissen. Und das kostet Steuern. Wie viele Roboter besitzen Sie? Oh, etwa ein Dutzend. Ein Dutzend? Ich sehe da 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22. Die bewegen sich einfach zu schnell. Ich kann keine genaue Zahl feststellen. Aber ich schätze Ihren Besitz auf an die 40 Roboter. Trifft das zu? Ja, das könnte schon sein. Kostenpunkt etwa 10.000 pro Stück. Naja, wenn man die Wartungskosten und die Abschreibung abzieht. Ich werde Sie auf 5.000 pro Roboter veranschlagen. Macht also $200.000. Aber Sie können mich doch nicht einfach... Mr. Knight, ich bin schon sehr großzügig. Nach den Vorschriften dürfte ich eigentlich nur ein Drittel des Anschaffungswerts zur Abschreibung zulassen. Kommen Sie doch in den nächsten Tagen mal zu mir ins Amt. $200.000. Albert? Ja, Boss? Heute schon 4. Albert, ich muss dir was sagen. Einmal muss es ja doch sein. Also hör zu. Albert, wir müssen einige der Roboter verkaufen. Verkaufen, Boss? Albert, ich brauche Geld. Gerade war der Vermögenssteuerschätzer bei mir. Sie können die Roboter nicht verkaufen, Boss. Warum kann ich das nicht? Weil sie zu meiner Familie gehören. Es sind meine Söhne. Das ist doch lächerlich, Albert. Ist Ihnen denn nicht aufgefallen? Alle Ihre Namen beginnen mit A, wie mein Name. Sie sind alles, was ich besitze, und ich habe schwer gearbeitet, um sie zu machen. Zwischen mir und meinen Jungen bestehen gewisse Bindungen, ebenso wie zwischen Ihnen und Ihrem Sohn. Ich würde niemals zulassen, dass Sie sie verkaufen. Aber Albert, verstehst du denn nicht? Ich brauche Geld. Geld? Ach so. Geld? Machen Sie sich keine Sorgen, Boss. Ich werde das Problem für Sie lösen. Mr. Knight, Sie haben jetzt 52 Roboter. Das ist ein beträchtlicher Kapitalzuwachs. 52? So viele haben wir gezählt, oder? Wollen Sie unsere Zählung anzweifeln? Aber nein, nein. Wenn Sie sagen, dass ich 52 Roboter habe, dann wird es wohl auch so sein. Also $520.000 Kapitalzuwachs. Sie müssen sich demnach auf eine Steuerzahlung von 260.000 einrichten, Mr. Knight. Am 15. des nächsten Monats hätten wir gerne eine Einkommensteuererklärung von Ihnen. Gleichzeitig wird die Hälfte des genannten Betrags fällig. Über den Rest treffen wir gern eine Ratenvereinbarung. Und mehr wollten Sie nicht von mir. Das ist alles. Allerdings,
falls Sie noch nicht daran gedacht haben. Natürlich wird auch das Bundesland eine Kapitalzuwachssteuer von Ihnen erheben. Der Prozentsatz liegt allerdings viel niedriger. Vielen Dank, dass Sie mich daran erinnert haben. Auf Wiedersehen. Mr. Knight. Ja? Was ich Sie jetzt frage, liegt eigentlich außerhalb meiner Kompetenzen. Wie ist es möglich, dass ein Mann Ihrer Einkommensklasse plötzlich einen Kapitalzuwachs von einer 500.000 hat? Na, das ist eine Frage, über die ich mir selbst schon den Kopf zerbrochen habe. Uns geht's ja nichts an. Hauptsache, Sie bezahlen Ihre Steuer. Aber vielleicht wird sich eines Tages auch eine andere Staatsbehörde für Sie interessieren. Mr. Knight, an Ihrer Stelle würde ich schon jetzt damit anfangen, mir eine hieb- und stichfeste Erklärung zurechtzulegen. Verstehe. Danke. Boss? Boss? Ja, also, Albert, ein für alle Mal, ob dir das passt oder nicht. Wir müssen ein paar von den die Robotern... Die Selfcore-Leute waren hier. Du brauchst gar nicht weiterzureden, Albert. Ich weiß schon, was du mir sagen willst. Ich habe die Sache absolut geklärt. Ich habe denen gesagt, Sie, Boss, hätten mich produziert. Ich habe sogar erlaubt, dass die mich und die anderen Roboter untersuchten. Aber sie haben keinerlei Identifikationsmerkmale gefunden. Natürlich nicht. Deine hast du entfernt und die anderen hatten nie welche. Selfco hat natürlich keinerlei rechtliche Handhabe, obwohl die Kerle so taten. Sie sind abgezogen und haben gesagt, man würde sie verklagen. Es wäre ja auch direkt ein Wunder, wenn die Selfco-Leute die einzigen wären, die es nicht auf mich abgesehen hätten. Auf dem Finanzamt hat man mir eben den neuesten Stand meiner Steuerschulden mitgeteilt. Ah, Geld. Ja, du hast leicht sagen, paar Geld. Aber Boss, das Problem ist gelöst. Kommen Sie mit zur Werkstatt. Da ist Geld, so viel Sie wollen. Was das? Die beiden Ballen da. Die beiden Ballen da sind voller Geld? 20-Dollar-Scheine, 50-Dollar-Scheine. Mit den kleineren Werten haben wir uns gar nicht erst abgegeben. Kostet viel zu viel Arbeit, wenn man einen anständigen Betrag zusammenbekommen will. Du meinst? Albert, ihr habt doch nicht etwa Geld gefälscht. Gefälscht? Was heißt das? Sie haben mir doch gesagt, Sie brauchen Geld. Also haben wir uns ein paar Scheine beschafft und Papier und Farbe analysiert. Dann haben wir das geeignete Papier gemacht und uns die Platten graviert. Ich möchte nicht unbescheiden wirken, aber ich finde die Scheine wirklich schön. Falschgeld! Albert, wie viel Geld ist da drin? Weiß ich nicht. Wir haben einfach so lange gedruckt, bis wir genug hatten. Wenn es nicht reicht, können wir noch mehr machen. Albert, hör zu. Die Regierung verlangt Beträge von mir, die ich nicht habe. Vielleicht ist doch bald die Polizei hinter mir her. Und die Selfco-Gesellschaft wird mir einen riesen Prozess an den Hals hängen. Das reicht mir. Ich habe keine Lust, auch noch in ein Falschgeldverfahren verwickelt zu werden, Albert. Du bringst jetzt das Geld raus und verbrennst es auf der Stelle. Aber es ist richtiges Geld. Sie haben gesagt, dass Sie Geld brauchen. Ja, aber das ist doch nicht die richtige Art von Geld. Das hat uns allerhand Arbeit gekostet, Boss. Wir haben ja nur helfen wollen. Ich weiß das, Albert. Und jetzt tu bitte, was ich dir gesagt habe. In Ordnung, Boss. Wenn Sie unbedingt wollen. Albert... Ja, Boss? Schau, Albert, wir müssen wenigstens ein paar von deinen... Wir müssen was? Danke, Albert. Das war sehr nett von dir, dass du mir helfen wolltest. Na, es tut mir leid, dass es nicht so geht. Ist klar, Boss. Na, jetzt kann ich mich aber auf was gefasst machen. Am besten, ich spreche mal mit Anson Lee. So, Gordon. Jetzt bin ich im Bilde. Ja. Hör zu. Erstens, du musst die Steuererklärung abgeben, auch wenn du nicht zahlen kannst. Ja. Technisch gesehen hast du dann das Gesetz nicht verletzt. Aha. Man wird dich wahrscheinlich pfänden, auch wenn dein Einkommen unter der Pfändungsgrenze liegt. Zumindest kann man zunächst dein Bankkonto sperren. Ich habe praktisch kein Bankkonto mehr. Dein Haus können die Finanzbehörden nicht pfänden, jedenfalls vorerst nicht. Also können sie dir im Augenblick wenig anhaben. Deshalb solltest du dich zunächst mal um den Prozess mit Selfco kümmern. Willst du dich nicht mit ihnen arrangieren? Ich glaube, dass sie den Prozess abblasen würden, wenn du ihnen die Roboter zurückgibst. Anson, das ist ausgeschlossen.
Gordon, als Rechtsanwalt muss ich dich darauf hinweisen, dass deine Position in diesem Prozess nicht die stärkste ist. Aber Albert wird bezeugen, dass ich ihn gemacht habe. Albert kann vor Gericht keinen Eid ablegen. Verstehe. Außerdem würde dir kein Gericht abnehmen, dass du überhaupt imstande bist, einen Präzisionsapparat wie Albert zu bauen. Na, hör mal, ich kann ganz gut mit Werkzeug umgehen. Was verstehst du denn schon von Theorien der modernen Elektronik? Wie weit reicht dein Können als Biologe? Kannst du mir in 12 Sätzen die wichtigsten Leitsätze der Roboterkunde aufzählen? Ich glaube, du hast wieder mal recht, Enzen. Also, vielleicht solltest du sie wirklich zurückgeben. Aber das kann ich nicht. Verstehst du mich denn nicht? Die Selfco wird Albert einschmelzen und es kann 1000 Jahre dauern, ehe das Ganze wieder neu entwickelt wird. Ich weiß nicht, ob sich Roboter wie Albert auf lange Sicht als gut oder schlecht erweisen, aber das weiß man vorher von keiner Erfindung. Und ich bin dagegen, dass man ihn einfach vernichtet. Ich verstehe deinen Standpunkt. Und der gefällt mir ja auch irgendwie. Aber du musst dir ganz klar darüber sein, dass ich kein guter Rechtsanwalt bin. Ich bin nicht gerade fleißig. Ich kenne sonst keinen, der ohne Vorschuss arbeiten würde. Hm? Der Vorschuss ist noch das Wenigste geworden. Die Gerichtskosten, die gehen ins Geld. Ja, natürlich. Wenn ich Albert die Situation genau auseinandersetze, lässt er sich vielleicht davon überzeugen, dass wir nicht drumherum kommen, ein paar Roboter zu verkaufen. Und das könnte mich vorläufig sanieren. Nein, 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 Gordon. Darüber habe ich mich inzwischen informiert. Wenn du Roboter verkaufen willst, brauchst du eine Lizenz. Und dazu musst du zunächst dein Eigentumsrecht nachweisen. Na, hast du Unterlagen darüber, dass du sie gekauft hast? Nein. Und um sie selbst herzustellen, hättest du eine Fabrikationsgenehmigung gebraucht. Dafür aber hättest du vorher die Konstruktionszeichnungen deiner Roboter einreichen müssen. Das ist doch der Teufelskreis. Ja, mit anderen Worten, ich bin erledigt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Mann gekannt, der so in der Tinte saß. Ja, Benson. Und was nun? Tja, was nun? Mr. Lee! Boss! Ja, Albert? Boss, Alfred hat gesagt, dass Sie eine Vorladung vom Gericht bekommen haben. Ich mache mir Sorgen. Handelt es sich um die Sache mit der Selfco-Gesellschaft? Ja, es wird zum Prozess kommen, Albert. Aber Mr. Lee wird unseren Fall übernehmen. Ich werde mein Bestes tun, aber ich halte die Sache für hoffnungslos. Wir Roboter wollen helfen. Immerhin ist Ihr Kampf auch unser Kampf. Ich glaube nicht, dass ihr uns helfen könnt. Ich habe mir da einige Gedanken gemacht. Die ganze Nacht durch habe ich an dem Problem gearbeitet. Und dann habe ich einen Juristenroboter gebaut. Was, ein Juristenroboter? Einen Roboter mit einem überdurchschnittlichen Gedächtnis für juristisches Wissen und mit einem Gehirncomputer, der auf absoluter Logik basiert. Die Rechtsprechung ist doch logisch, nicht? Ach, sie sollte es jedenfalls sein. Ich könnte eine Menge solcher Roboter machen. Ach, nein, das geht doch nicht. Um als Jurist tätig zu sein, muss man zugelassen werden. Um zugelassen zu werden, muss man eine entsprechende Ausbildung hinter sich haben und seine Prüfungen machen. Und um die überhaupt machen zu dürfen, muss der Antragsteller ein Mensch sein. Aber Enzen, Alberts Roboter sollen doch nicht selbstständig auftreten. Könntest du sie nicht als deine Assistenten einsetzen? Sie könnten dir vielleicht bei der Vorbereitung des Falles helfen. Naja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre zwar das erste Mal, dass Roboter, aber ich bin ziemlich sicher, gesetzlich ist das nicht verboten. Wir brauchten zunächst nichts weiter zu tun, als die juristischen Bücher zu lesen. Bei unserem Lesetempo lässt sich eine Menge schaffen und zuverlässig in den Gedächtniszellen speichern. Ein glänzender Gedanke, Enzen. Sie hätten praktisch jede gewünschte Information sofort zur Hand. Aber können Sie Ihr theoretisches Wissen auch praktisch anwenden? Ach, wir lassen Albert ein Dutzend Roboter machen, nicht wahr, Albert? Die sich dann auf Fachgebiete spezialisieren. Und wenn ich Ihnen noch einen telepathischen Kontakt installiere, können Sie wie ein einziger Roboter zusammenarbeiten. Das Gruppenprinzip. Jeder von Ihnen weiß sofort, wenn und was einer aus der Gruppe Neues erfährt. Ja, es käme auf den Versuch an. Albert, ich habe fast alle wichtigen Werke im Hause. Sie waren sündhaft teuer, aber hineingeschaut habe ich fast nie. Was wir etwa noch an Literatur brauchen, das kann ich sofort beschaffen. Gut, fangen wir an. Gut, fangen wir an. Sicherheitshalber produziere ich gleich 3 Dutzend Juristenroboter. Sag mal, Enzen, wie lange büffeln die 36 nun schon in deiner Bibliothek? 4 Tage, was? Ja, 24 Stunden an jedem Tag. 6 Seiten pro Minute. Oh. Ich kann gar nicht schnell genug neue Literatur beschaffen. Die sind unersättlich. Fantastisch. Stell dir das vor, du brauchst kein Quellenstudium mehr zu betreiben. Und kennst jedes Wort des Gesetzes und hast jeden Präzedenzfall sofort parat. Ja, mein Gott, welche Plädoyers man halten könnte. Die Selfco-Leute tun mir fast leid. Die 36 Kerle stehen da drin herum und sind miteinander in telepathischer Verbindung. Die sprechen kein Wort.
stehen einfach nur so da und verständigen sich trotzdem. Ich habe mich richtig ungemütlich gefühlt. Ah, das kann ich mir denken. Als ob ich nur ein kleines Menschlein wäre, das Sie großmütig in Ihrem Kreis duldeten. Na du, ich werde drei Kreuze schlagen, wenn das alles vorüber ist. Ganz egal, wie das Ergebnis auch ausfällt. Ich auch, aber ich kann dir eines sagen. Wenn es klappt, wird das morgen ein schwarzer Tag für unsere Gerichtsbarkeit. Euer Ehren, sehen Sie sich das an. Ist das hier ein Gericht oder ein Zirkus? Mr. Lee, was hat das zu bedeuten? Euer Ehren, das sind meine Assistenten. Das sind Roboter. Allerdings, Euer Ehren. Und Roboter sind nicht berechtigt, vor diesem Gericht auszusagen oder Rechtshandlungen vorzunehmen. Wenn Euer Ehren mir verzeihen wollen, aber das sollen Sie auch gar nicht. Ich bin der einzige Vertreter des Beklagten. Mein Klient ist ein armer Mann, Euer Ehren. Die Gegenseite hat ein halbes Dutzend der berühmtesten Anwälte verpflichtet. Das Gericht wird mir zweifellos auch Hilfskräfte zugestehen. Das ist ein äußerst ungewöhnliches Vorgehen, Sir. Wenn Euer Ehren damit gedient ist, darf ich vielleicht auf folgende Tatsachen hinweisen. Die Tendenz, sich auf die Hilfe intelligenter Maschinen zu verlassen, spiegelt sich heute in jedem Bereich menschlichen Lebens. Heute vertraut man den Maschinen sogar die Herstellung von Arzneimitteln an, wobei es um Präzisionen von Milligrammen und Tausendstel Milligrammen geht. Wenn solche Maschinen in einem Produktionszweig benutzt werden, für den das öffentliche Vertrauen der wichtigste Bilanzposten ist, dann können sich Euer Ehren der Einsicht nicht verschließen, dass auch in den Gerichtshöfen, die mit einem nicht minder empfindlichen Gut umgehen, der Einsatz von intelligenten einen Maschinen... Einen Augenblick, Mr. Lee. Versuchen Sie mir einzureden, dass die Verwendung von Maschinen die Rechtsprechung fördern könnte? Das Gesetz, Euer Ehren, strebt die absolute Ordnungsmäßigkeit der Beziehungen innerhalb einer Gemeinschaft menschlicher Wesen an. Es basiert auf Vernunft und Logik. Muss ich noch darauf hinweisen, dass eben das Gebiet der intelligenten Maschinen ist? Eine Maschine ist unabhängig von den Gefühlen, denen wir Menschen ausgesetzt sind. Sie wird nicht von Vorurteilen beeinflusst. Sie befasst sich nur mit der ordnungsmäßigen Darlegung von Tatsachen und Definitionen. Es liegt mir fern, Euer Ehren, meinen Assistenten in diesem Gericht so etwas wie eine offizielle Kompetenz zu verschaffen. Aber ich ersuche das Hohe Gericht, mir die Unterstützung nicht zu versagen, die Sie mir geben können. Ist das alles, was Sie zu sagen haben, Mr. Lee? Sind Sie auch sicher, dass Ihre Ausführungen ausreichen, um mich zu einem solchen Entschluss zu bringen? Vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass ich dankbar wäre, wenn mir Euer Ehren eine gesetzliche Vorschrift nennen könnte, in der Einsatz von Robotern im Gerichtssaal untersagt wird. Das ist doch lächerlich. Natürlich gibt es keine solche Vorschrift. Bisher hat sich niemand träumen lassen, dass sich jemals ein solches Problem ergeben könnte. Deshalb bestand auch gar kein Grund, ein direktes Verbot in das Gesetz mit aufzunehmen. Oder vielleicht können Sie mir eine Textstelle zitieren, in der ein indirektes Verbot ausgesprochen wird. Euer Ehren, da es klar sein dürfte, dass die fraglichen 36 Roboter gerade zu den Robotern gehören, deren rechtlicher Status in dieser Verhandlung geklärt werden soll, ist es absolut unzulässig, dass der Angeklagte sie für seine Zwecke einsetzt. Ein solches Vorgehen käme einem Zwang gegenüber dem Kläger gleich, gegen seine eigenen Interessen zu handeln. Ein stichhaltiges Argument. Um diesem Argument Substanz zu geben, muss erst einmal bewiesen werden, dass diese Roboter tatsächlich Eigentum des Klägers sind. Doch das ist ja eben die Frage, um die es bei diesem Prozess geht. Das Gericht bedauert die Entscheidung, die es treffen muss. Aber mangels eines spezifischen Verbots muss das Gericht dem Anwalt des Beklagten die Dienste dieser Roboter zugestehen. Ich danke, Euer Ehren. Der Vertreter der klagenden Partei Selfco-Gesellschaft wird jetzt seine Anklage vorbringen. Euer Ehren, Hohes Gericht. Mr. Gordon Knight hat bei der Selfco-Gesellschaft einen mechanobiologischen Hund bestellt und $250 dafür bezahlt. Durch einen bedauerlichen Versandfehler ist ihm aber nicht der Hund, sondern ein Roboter namens Albert zugegangen. Euer Ehren, ich darf vielleicht darauf hinweisen,
Wenn die Selfco-Gesellschaft Maschinen statt Menschen für die Versandarbeit einsetzen würde, wären solche Irrtümer ausgeschlossen. Mr. Lee, die Regeln, die in einem Gerichtssaal gelten, dürften Ihnen bekannt sein. Sie wissen also selbst, dass Ihre Bemerkung unangebracht war. Fahren Sie fort, Mr. Lee. Albert ist kein gewöhnlicher Roboter, sondern ein Versuchsmodell, das die Selfco-Gesellschaft entwickelte. Doch nach Prüfung seiner Marktchancen wurde beschlossen, ihn zu verpacken und einzulagern, keinesfalls aber ihn in Serie gehen zu lassen oder überhaupt zu verkaufen. Es ist uns absolut unerklärlich, wieso er dann doch an einen Kunden gelangte. Ein normaler Roboter, euer Ehren, wird zu einem Endpreis von $10,000 verkauft. Alberts Wert ist ungleich höher anzusetzen, er ist im Grunde unbezahlbar. Der Käufer muss das sofort bemerkt haben. Als er den Roboter erhielt und das Versehen feststellte, hätte er die Gesellschaft sofort verständigen und die Rücksendung des Roboters veranlassen müssen. Stattdessen hat er ihn rechtswidrig und in betrügerischer Absicht behalten und zu seinem eigenen Vorteil eingesetzt. Die Gesellschaft ersucht das Hohe Gericht, den Angeklagten zur Rückgabe des Roboters Albert zu verurteilen, und zwar einschließlich der unbekannten Anzahl anderer Roboter, die er im Laufe der Zeit produziert hat. Mr. Lee? Euer Ehren, wir stimmen dem Worte des Anwalts der klagenden Partei voll und ganz zu. Der Herr Kollege hat den Fall zutreffend dargestellt und ich beglückwünsche ihn zu seiner bewundernswerten Zurückhaltung. Habe ich Ihre Worte als schuldige Erklärung des Angeklagten aufzufassen? Nein, Euer Ehren. Also ich muss zugeben, dass ich Ihrer Argumentation nicht zu folgen vermag. Wenn Sie dem Sachverhalt der Klagebegründung zustimmen, bleibt Ihnen doch gar nichts anderes übrig, als um ein Urteil im Sinne der Kläger zu bitten. Euer Ehren, wir beabsichtigen, den Beweis anzutreten, dass die klagende Firma nicht betrogen wurde, sondern dass sie vielmehr die Absicht deutlich gemacht hat, ihrerseits die ganze Gesellschaft zu betrügen. Wir wollen beweisen, dass durch Ihre Entscheidung, den Roboter Albert nach seiner Entwicklung der Öffentlichkeit vorzuenthalten, die gesamte Menschheit um eine logische Weiterentwicklung der technologischen Kultur, die unsere Zivilisation nun einmal trägt, betrogen worden ist. Wir stehen deshalb auf dem Standpunkt, dass der Beklagte durch sein Verhalten der ganzen Menschheit einen Dienst erwiesen hat. Daneben beabsichtigen wir noch, den Beweis anzutreten, dass den Robotern als Gruppe gesehen gewisse unveräußerliche Rechte vorenthalten werden. In unserer Rechtsordnung ist und bleibt ein Roboter eine Maschine, eine Sache. Abgesehen davon, dass die gleiche Rechtsordnung andere Lebewesen als Sachen behandelt, ich meine hier Tiere, abgesehen davon werden wir beweisen, dass ein Roboter mehr ist als eine Maschine. Mit Ausnahme ihres Metabolismus sind Roboter das Gegenstück des Menschen. Mr. Lee, Sie bewegen sich weit außerhalb der diesem Prozess vorgegebenen Grenzen. Die hier zu verhandelnde Frage lautet, ob Ihr Klient sich unberechtigt in den Besitz eines der Selfco-Gesellschaft gehörenden Roboters gesetzt und diesen zu eigenen Zwecken missbraucht hat. Die Verhandlung hat sich auf diese Frage zu beschränken. Unbestritten. Aber das schließt den Beweis ein, dass der Roboter Albert grundsätzlich nicht als Eigentum bezeichnet werden kann und demnach weder gestohlen noch verkauft werden konnte. Ich beabsichtige zu beweisen, dass mein Klient ihn nicht gestohlen, sondern befreit hat. Als erstes, Roboter besitzen einen eigenen Willen. Bedarf das überhaupt eines Beweises? Sie können jede zugewiesene Aufgabe ausführen und beim Auftauchen unvorhergesehener Faktoren entsprechend reagieren. Das Urteilsvermögen eines Roboters, das lässt sich beweisen, ist dem Urteilsvermögen eines Menschen in den meisten Fällen überlegen. Roboter haben die Fähigkeit, logisch zu argumentieren. Daran besteht kein Zweifel. Wohl aber an der entsprechenden Fähigkeit des Menschen. Es dürfte doch feststehen, dass der Roboter Albert nur die Arbeit durchführt, die man ihm einprogrammiert hat. Also fehlt dieser Arbeit jedes menschliche Kriterium. Sie wollen ein menschliches Kriterium. Nun, Roboter können sich vermehren. Das ist doch reine Programmierung, weiter nichts. Der Roboter Albert schafft neue Roboter nach seinem Bilde. Er liebt sie und betrachtet sie als seine Familie. Roboter haben kein Seelenleben. Sie lieben nicht, sie hoffen nicht, sie glauben nicht. Das letzte Argument ist unerheblich. Es gibt auch unter den Menschen Agnostiker und Atheisten. Dennoch bleiben sie Menschen.
Und was den Einwand angeht, Roboter sollen keine Gefühle haben. Sie haben zum Beispiel ein ganz ausgeprägtes Gefühl für Loyalität und Gerechtigkeit. Ich gebe zu, einige sehr menschliche Gefühle fehlen Ihnen. Zum Beispiel der Hass, der Neid, die Gier. Euer Ehren, ist es wirklich nötig, hier die hässlichen und verderblichen Folgen menschlichen Hasses, menschlichen Neides und menschlicher Gier zu schildern? Ich schlage eine Vertagung vor. Ich möchte das Gericht bitten, zu beachten, wie dieser Prozess in der Öffentlichkeit aufgenommen wird. Das Entsetzen und die Empörung über die unerhörte Beweisführung des Verteidigers sind allgemein. Wir haben volles Verständnis für die immer zahlreicheren Protestveranstaltungen, in denen sich alle Gutgesinnten und vernünftig Gebliebenen dagegen zur Wehr setzen, dass Roboter auf eine Stufe mit dem Menschen gestellt werden sollen. Dass terroristische Gruppen die gegenteilige Ansicht vertreten, ist wohl kein Zufall, dass sich gewisse Linkskreise zum Anwalt der Roboter aufwerfen. Man kennt die Methoden. Aber noch wehrt sich das gesunde Empfinden unseres Volkes gegen diese Umtriebe. Vor allem im Süden unseres Landes wird die finstere Nacht, die uns alle bedroht, immer mehr von brennenden Flammenkreuzen erhellt. Endlich hat sich der Ku Klux Klan seiner stolzen Aufgabe erinnert. Das Volk steht auf. Es ist geradezu ekelhaft mit anzusehen, wie sich ein Mensch, ein gebildeter Rechtsanwalt wie Anson Lee, zum Werkzeug dieser Monster macht. Man muss nur einmal beobachten, wie ihm seine sogenannten Juristenroboter nach jedem Argument der Ankläger, das ihm gefährlich werden könnte, Zettel zustecken. Notizzettel, man könnte sagen Spickzettel, die sie in fliegender Hast zu schreiben pflegen. Kein Kunststück, dass ihm sofort alles zur Hand ist. Gesetzestexte, Präzedenzfälle, neue Argumente, die seinen Standpunkt untermauern. Jeden Abend ist der Boden um den Tisch dieses ziemlich skrupellosen Verteidigers mit Zetteln übersät. Euer Ehren, hohes Gericht, ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Roboter als Personen zu werten sind, so fänden wir ihn in den Ereignissen der letzten Tage. Wir sehen unsere ganze Nation von Emotionen bewegt, von Teilnahme und Abneigung, wie sie niemals Dingen gegenüber entsteht, sondern immer nur gegenüber Personen. Wo immer Freundschaft und Feindschaft, Liebe und Hass sich zeigen, werden sie durch Personen ausgelöst und gelten Personen. Gratuliere, Anson, das war großartig. Ich glaube, wir schaffen es. Nur eins macht mir Sorge, die Emotionalisierung der Öffentlichkeit. Sogar zu Straßenkämpfen ist es schon gekommen. Anson, wie das Urteil morgen auch ausfällt, wenigstens stehe ich vor der Welt nicht als Narr oder als Dieb da. Und das verdanke ich dir. Ich glaube, Gordon, du solltest jetzt sofort heimfliegen. Anson, ich möchte so gerne. Hier wirst du nicht mehr gebraucht und zu Hause könntest du dafür sorgen, dass Albert und seinen Söhnen nichts passiert. Dem Mob ist alles zuzutrauen. Meinst du wirklich, dass es so ernst ist? Es gibt, wie ich höre, sogar bestimmte Kreise in der Armeeführung, die zu einem Angriff auf unsere Roboter entschlossen sind. Und Vorwände für Staatsstreiche sind Militärs nie verlegen. Aber versteh doch, Anson, ich möchte so gern den Urteilsspruch miterleben. Ja, das kannst du ja auch zu Hause am Bildschirm tun. Meinst du wirklich, ich müsste unbedingt... Es läge mir viel daran, dass dort nichts passiert. Ich will mich doch nicht umsonst darum geschlagen. Komm, sei vernünftig, setz dich in deinen Hubschrauber und sieh daheim nach dem Rechten. Was soll denn das? Ich habe mich ja kaum runtergetraut. Das sind doch Kanonen rings um den Garten, nicht wahr? Habt ihr eben wirklich auf mich gezielt? Nur eine Vorsichtsmaßnahme, Boss, bis wir genau wussten, Sie sind's. Na und das da? Und das? Und das? Und das? Sieht ja aus wie Raketenstellungen. Sind auch welche, Boss. Wir sind auf jede Situation vorbereitet. Auf welche zum Beispiel? Wenn eine Menschenmenge sich über den Spruch des Gerichts hinwegsetzen will. Na und wenn die Entscheidung des Gerichts gegen uns ausfällt? Dann kämpfen wir erst recht. Albert, du kannst dich doch nicht gegen eine ganze Welt stellen. Boss, unseren Geschossen entkommt keiner. Denn sie haben eine gewisse Grundintelligenz und kennen ihr jeweiliges Ziel. Haken schlagen hat gar keinen Sinn. Da ist es schon besser, man erwartet in Ruhe sein Schicksal. Albert, du darfst eure Kräfte nicht überschätzen. Man wird euch in einer Stunde fertig machen. Eine einzige Bombe. Lieber gehen wir in den Tod, als dass wir uns verschleppen lassen. Lieber geht ihr in den Tod? Aha, den Ton kenne ich. Wir kämpfen für unsere Freiheit, unsere Frauen, unsere Kinder. Habe ich recht gehört? Frauen? Ja, Boss. Ich habe jetzt auch Töchter. Töchter?
Mit Mutterinstinkt, was? Es sind schon 6. Alice, Angelina, Agnes, Agathe, Alberta, Amanda. Und die vermehren sich auch? Sie sollten die Mädchen mal dabei sehen. Toll. Leider ist uns das Material ausgegangen, weil wir jetzt zu 7 arbeiten. Wir haben Neues bestellt und es anschreiben lassen. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Albert, verstehst du denn nicht, dass ich pleite bin? Absolut pleite. Ich besitze keinen Cent mehr. Du hast mich ruiniert. Im Gegenteil, Boss, wir haben Sie berühmt gemacht. Von wem schreiben denn alle Zeitungen? Und von wem wird in Rundfunk und Fernsehen berichtet? Ist das wirtschaftliche Leben fast zum Stillstand gekommen. Viele große Industriefirmen fragen sich, ob ihnen, falls Knight den Prozess gewinnt, langwierige Verfahren bevorstehen, in denen sie beweisen müssen, dass es sich bei ihren vollautomatischen Anlagen nicht um Roboter, sondern um Maschinen handelt. In Washington befinden sich die Regierungsgremien in ständiger Konsultation. Das Finanzministerium ist besorgt um den möglichen Steuerausfall. Ja, aber es erheben sich noch weitere, viel schwerer wiegende Regierungsprobleme. Der Begriff des Staatsbürgers zum Beispiel müsste möglicherweise auf Roboter ausgedehnt werden. Albert, Politiker haben ihre Sorgen. Sie würden sich einer völlig neuen Kategorie von Wählern gegenübersehen und noch hat niemand eine Vorstellung davon, wie in einem Wahlkampf die Sympathien der Roboter zu gewinnen wären. Na Mahlzeit, meine lieben Mitmenschen. Grace, hör doch. Die Übertragung vom Urteilsspruch. Ich stell jetzt an. Also kann ich Liebling. Wenn ich jetzt aufhöre, verliere ich den psychophysischen Kontakt zu Gershwin. Ja, den psychophysischen, naja. Gleich morgen mache ich die Wand schalldicht, Boss. Ja, das wäre ein Segen. Wir schalten um in den Gerichtssaal. Ah, jetzt geht's los. Darf ich hier bleiben? Ja, selbstverständlich, Albert. Ah, siehst du, da ist schon der Richter. Das heutige Urteil fällt mir schwerer als alle anderen Urteile, die ich in meinem Leben gefällt habe. Denn wenn ich hier dem Buchstaben des Gesetzes folge, muss ich befürchten, seinen Sinn zu verfälschen. Nach langer und eingehender Überlegung und unter Beachtung der Gesetze und der in diesem Prozess vorgebrachten Beweise fälle ich mein Urteil zugunsten des Angeklagten Gordon Knight. Was? Gewonnen? Das ist unmöglich. Im Grunde geht die Entscheidung von der Tatsache aus, dass es der Verteidigung gelungen ist, die Rechtspersönlichkeit des Roboters zu beweisen. Ja, du Trottel. Ach, Albert, schäm dich. Aber wenn dies als bewiesen angesehen wird, ergeben sich hieraus zahlreiche weitreichende Schlussfolgerungen. Wenn Roboter keine Eigentumsobjekte sind, können sie auch nicht als Besitz besteuert werden. Gratuliere, Boss. In diesem Fall müssen sie als Bürger angesehen werden. Und das bedeutet, dass sie alle Rechte und Privilegien der menschlichen Rasse erhalten und natürlich auch deren Pflichten und Verantwortung mit übernehmen müssen. Was? Ist das nicht herrlich? Na, abwarten. Ich vermag keine andere Entscheidung zu treffen, obgleich sie meinem sozialen Gewissen zuwiderläuft. Ich sehe mich zum ersten Mal in meinem beruflichen Leben von dem Wunsch beseelt, ein höherer Gerichtshof, dessen Weisheit die meine übertrifft, möge diese Entscheidung einmal revidieren. Nach einer kurzen Pause. Tja, das war's also. Wir haben es geschafft, Boss. Ich wusste, dass wir es schaffen würden. So. Was ist, Boss? Sie sind doch nicht traurig. Nein. Sie sehen so nachdenklich aus. Ach, lass nur, Albert. Wir werden Sie niemals verlassen, Boss. Wir werden hier bleiben und für Sie arbeiten. Sie werden keinen Finger mehr rühren müssen. Wir werden Ihnen alle Arbeit abnehmen. Albert, man arbeitet doch nicht nur, um Geld zu verdienen. Die Arbeit ist für den Menschen doch mehr. Sie ist schon auch... Gut, Boss. Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen zu machen. Wir werden die Sache mit dem Geld schon in Ordnung bringen.
Wir machen Rechtsanwaltbüros auf und werden damit so viel Geld verdienen, wie wir wollen. Aber Albert, verstehst du denn nicht? Und dann werden wir die Selfco-Gesellschaft übernehmen. Nach diesem Urteil ist es natürlich unmöglich, dass sie das Geschäft fortführt. Wir werden Roboter bauen. Eine Menge Roboter. Gar nicht genug kann es davon geben. Und damit auch ihr Menschen nicht zu kurz kommt, werden wir weiterhin Selfco-Kästen herstellen. Natürlich Fertigblocks, die nur noch zusammengesteckt werden müssen. Alles, um euch Arbeit zu ersparen. Ja, ich kann mir das vorstellen. Was halten Sie davon? Ist doch ein schöner Anfang, nicht? Großartig. Wir haben alles genau überlegt und geplant, Boss. Sie brauchen Ihr ganzes Leben lang keinen Finger mehr zu rühren. Nein, keinen Finger mehr. Mein ganzes Leben. In der Heidelberger Sendereihe Science Fiction als Radiospiel hörten Sie Die Geister, die er rief, von Walter Knaus, nach einer Kurzgeschichte von Clifford D. Simak. Die Rollen und ihre Sprecher waren Gordon Knight, Ernst August Schepmann, Grace, seine Frau, Ilona Wiedem, sein Sohn John, Christine Born, Albert, Robert Seibert, Anson Lee, Heinz Schimmelpfennig. Der Steuerinspektor, Walter Pott. Der Richter, Toni Damiris. Der Anwalt, Heinz Filges. Drei Reporter, Leon Reiner, Wolfgang Wechsler und Wolfgang Stiens. Ton und Schnitt, Bernd Lossen und Heidi Ribbeck. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Als nächste Sendung der Reihe Science Fiction als Radiospiel hören Sie heute in 4 Wochen am Montag, dem 27. März um 21 Uhr hier im Programm Südfunk 1 aus Heidelberg das Musterexemplar von Horst Krautkrämer nach der Kurzgeschichte Ein Mann von Ruf von Frederick Brown. Mit diesem Hinweis verabschiedet sich Heidelberg. Nach einer kurzen Pause meldet sich wieder Stuttgart.